Hallo da draußen, mein Name ist Kerge und wir sind mal wieder unterwegs in The Long Dark. Und ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung mehr, wo wir zuletzt standen. Ich sehe nur, wir sind gerade ziemlich kurz vom Verrecken, ich weiß nicht warum. Erste Hilfe war F, ne? First Aid, genau. Unterkühlungsrisiko, kaltes Wetter, okay. Hier ist mir gerade ein bisschen sehr laut, ich jetzt mal ein bisschen runter. Hoffe, die Lautstärke funktioniert einigermaßen. Ich habe gerade noch mal so ein paar Einstellungen nachkorrigieren müssen, leider. Finde einen warmen Ort, bevor Unterkühlung einsetzt. Okay. Aber blöd. Ja, also wirklich, ich gebe es zu, ich habe keine Ahnung, wo wir zuletzt waren. Ich weiß es einfach nicht mehr. So, Zunder haben wir nichts und Bandbeschleuniger hätten wir unser Lampenöl. Okay, Zunder haben wir nichts, das ist doof. Oh, jetzt sind wir schon wieder bei 10% Leben. Okay, das ist ja schon gar nicht mal so schlecht. Ja gut, klar, hier drin ist es ja auch gar nicht so kalt. Macht ja Sinn soweit, das macht ja Sinn. Schubladen sind leer, Werkbank, blablabla, pipapo. Ich muss mich gerade erstmal wieder orientieren, wirklich. Also, sorry, aber... Leertaste war das, genau. In dem Bereich... Ja. Zunder, Zunder, Zunder. Wir haben wirklich nichts dabei, wie es aussieht. Okay. 28 von 30 Kilo waren wir jetzt auf Expedition. Ich weiß es wirklich nicht mehr. So leid es mir tut. Diese Därme hier. Da hatte ich irgendwas gelesen. Ich weiß nicht mehr genau was. Kann man die kann man ablegen auf diese Weise. Genau. Wenn man das macht, dann werden die wohl irgendwann trocken und man kann sie weiter verarbeiten. Irgendwie... Oh, da steht er schon. 1% getrocknet. Ach Mensch. Gut. Dann lassen wir die also einfach mal dekorativ hier in der Gegend herumliegen. Und sehen zu, dass daraus bei Zeiten unsere Bogen sehen werden oder sowas. Oder Kaninchen fallen oder so. Eine Bogensehne brauchen wir jetzt nicht zwingen. Zumindest vorerst nicht. Wir haben ja erstmal die Knarre gefunden, ne? Hier. Hier. Ah, jetzt. Zielen. Und feuern werde ich jetzt nicht. Ich denke, dafür ist die Munition doch zu wertvoll. Haar, das Ganze wegzustecken, genau. Ja, was machen wir? Ich geh erstmal die ganzen Schränke hier durch und guck mal, ob wir irgendwie was ablegen können. Ah, jetzt war es geladen, okay. Leider sehe ich meinen Taskmanager gerade nicht. Den habe ich mir schön verdeckt. Ja, sonst hätte ich gerade mal nachgesehen, warum der so lange geladen hat, aber... Nehmen wir es einfach mal als normal hin. Was soll's. So, das hier ist jetzt also alles, was wir eben... Warum bewegt sich rechts das Feld, wenn ich hier links mit der Maus drüber bin zum Scrollen? Das finde ich gerade ein bisschen ungünstig. Ah, okay, das passiert dann auf beiden Seiten. Gut. Hier haben wir also nur Kleidung drin und alle Kleidung, die wir dabei haben, ist angelegt. Okay, das ist schon mal ein guter Anfang. Als zweites haben wir hier... Feuer. Mhm. Könnte man sich vielleicht überlegen, doch mal... Zwei, drei Zeitungen noch mitzunehmen. Als Zunder. Sicher, sicher. Kleidung ist hier nicht drin. Genau. Nächster Spind. Ah, hier haben wir Fressalien aller Arten, gell? Genau, genau. Und wir haben dabei Getränke, Kaffee, Tee und Trinkwasser. Und davon nicht mal mehr so viel. Aber gut, okay. Dann geht das Ganze hier weiter. Hier haben wir... Werkzeuge. Und da schleppen wir tatsächlich eine ganze Menge mit uns rum. Ist die Frage, brauchen wir das alles, ne? Denn so eine Fackel an sich sind das ja schon alles Sachen, die ich gerne dabei hätte. Auch hier einmal einfaches Werkzeug und so weiter. Aber wenn ich dann sehe, wir sind gerade fast voll beladen. Ist schon ein bisschen ungünstig. Okay, das ist die gesamte Medizin, die wir haben. Wir haben nichts dabei. Das ist auch ein bisschen wenig, ehrlich gesagt. Und hier in dem Schrank haben wir nochmal Werkzeuggedönskirchen, alles klar. Dann ging es hier unten weiter. Hier hatten wir dann nochmal frische Rehhaut. Kann man die auf die gleiche Weise trocknen? Hier haben wir schon getrocknetes Leder. Und die Bartflechte war ja auch später dann für Medizin, so wie sie denn irgendwann brauchen. Im Moment sind wir ja medizinisch noch relativ gut ausgerüstet. Metallschrott. Was ist das hier? Ach, die Hagebutte. Sind Sie sicher, dass Sie Ihren Sohn Hagen nennen wollen, Herr Butte? Schon uralt, der Witz. Na gut, okay, dann werde ich die Rehhaut jetzt auch mal hier ablegen. So. Ahornschößling und den Birkenschößling, die brauche ich doch jetzt eigentlich auch nicht, oder? Immer noch 1% getrocknet. Wahrscheinlich muss ich hier Feuer machen, damit das Zeug ordentlich trocknet, oder?
Wie schaut es da eigentlich aus? Ah, erste Hilfe ist schon verschwunden, sehr gut. Und die Kälte macht uns auch langsam weniger zu schaffen. Auch das ist sehr, sehr angenehm. Zustand aber immer noch gerade mal 10%. Wie kann man den denn am besten erhöhen? Mit Essen eventuell? Schaut es denn aus? Ein bisschen was essen könnten wir sogar. Etwa Fragezeichen, Stunden Tageslicht übrig. Ja, das kommt vom Sturm wahrscheinlich. Ja, was machen wir da? Was machen wir da? Was machen wir da? Ne, hier war nicht die Mampfe drin, das war der dritte Spind. Genau, genau. Und hier haben wir... Das Zeug hier macht durstig. Das Zeug hier ist so gut wie kaputt. Das ganze Zeug hier ist so gut wie kaputt. Ich weiß das Risiko halt immer noch nicht abzuschätzen mit den geringen Prozentzahlen. Ich weiß es einfach nicht. So, Sardinen, dann nehmen wir die zweimal mit. Und schauen mal, ob wir vielleicht Glück haben. Hier. Sardinendosen sollten wir uns vielleicht aufheben, weil die sich ohne Werkzeug öffnen lassen. Das hier hingegen, gut, da zieht die Kälte natürlich wieder ein, klar, aber solange wir hier drin sind, ist ja noch alles okay. Moment. Bohnen in dunklem Sirup mit Stückchen, die wie Schweinefleisch aussehen und vielleicht sogar mal als welches gedacht waren, wer weiß. 600 Kilokalorien sind auf jeden Fall nicht schlecht. Und wir haben ja den guten Dosenöffner, richtig. Öffnen dauert einen Moment. Dose wehrt sich ein bisschen, aber das ist ja normal. Und jetzt haben wir sie offen und können essen. Ah, sieht gut aus, ne? Sieht gut aus. So, vom Zustand her. Ja, doch, ich denke, das hat funktioniert. Trockener Mund ist noch alles gut. Einen Schluck trinken können wir aber trotzdem. Dann war es das auch mit dem Wasser, alles klar. Einen kalten Tee hätten wir noch, den hebe ich aber erstmal auf. Ja, wie ist das mit dem Wetter da draußen? Temperatur fröstelnd. Ist jetzt nicht so geil, ne? Aber wir sind gerade nicht kurz vorm Verrecken. Das heißt, ich kann mal gerade ganz kurz einen Blick nach draußen werfen. Mal gucken, wo wir stehen hier. Wie das Ganze aussieht. Na, na, na? Oh, ja. Das ist in der Tat unschön, dieses Wetter hier. Etwa Fragezeichen, Stunden Tageslicht übrig, gefühlt minus 19 Grad, das ist schon heftig. Ja. Habe ich so lange nicht mehr gespielt, dass ich nicht mehr weiß, wo wir uns schon überall umgesehen haben. Ich laufe mal gerade hier eine Bude weiter. Ich meine, die drei Schritte, sobald wir da sind, ist es ja auch schon wieder nicht mehr so kalt. Und dann geht es uns ja auch erstmal wieder besser. Also die drei Schritte, denke ich mal, kann man durchaus riskieren. Aber ich glaube, hier waren wir auch schon, ne? Ich hätte mir das alles mal merken sollen. Schrank leer, Schrank leer, Schrank leer. Ja, hier haben wir anscheinend schon alles geplündert, wie es aussieht. Kühlschrank, Gefrierschrank, alles leer. Toaster. Achso, Bügelsäge zum Zerlegen. Ne, zerlegen wollte ich ihn jetzt nicht. Ich wollte nur gucken, ob da noch irgendwas drin ist. Weiter nichts, weiter nichts. Hier könnte man noch für Stoff sorgen, indem wir das Handtuch und so weiter hier zerlegen. Die Möglichkeit hätten wir. Hier ist auch kein Wasser mehr drin. Schade, schade. Ja. Also raus hier. Gucken wir uns mal noch ein bisschen weiter um. Wie gesagt, ich habe es halt eine Weile nicht mehr gespielt. Ich muss jetzt halt wirklich erstmal gucken, wie es denn hier so aussah. Benzonhütte, die ein bisschen abgebrannt ist. Was sagen die Kalorien? An sich sehr gut. Schläfrig ist auch noch im Rahmen. Gut, okay, in die Hütte hier kommen wir nicht rein, ne? Nee, die Hütte ist fertig, das war's. Wenn wir von hier aus rein sind, da gibt's auch nicht wirklich viel. Bisschen Holz könnte man vielleicht noch mitnehmen mit ein bisschen gutem Willen, aber das war's dann auch wirklich. Ich werfe ja noch einen Blick in die Hütte hier. Einfach, um mir mal noch mal ein bisschen Bild zu machen. Oh, die Kälte, die zieht langsam hier durch und durch. Das ist echt unschön. Das ist echt ein richtig, richtig unschmackhaftes Wetter, in das wir hier reingeraten sind. Haus an der Küste. Oh, Schrank. Der ist noch gar nicht leer. Was ist da los? Hab ich hier noch gar nicht alles weggelootet? Dann sowas aber auch. Das ist mir jetzt aber zum Glück nur ein bisschen peinlich.
Äpfelbrause, ja, warum nicht? Gut, man hat man gerade kaum gehört hinter den Windgeräuschen. Ich hoffe, mich hört man einigermaßen, aber wenn ich so auf die Regler schaue, ich denke, das müsste eigentlich gehen. Ich kann noch mal ein bisschen... Sekunde mal. Warte mal. So, ein bisschen näher noch mal ans Mikro kommen. Geht das so klar? Ich denke mal schon, oder? So. Geschmacklose Kondensmilch. Geschmacklos ist schade, Kondensmilch an sich ist dagegen ziemlich nice. So. Vor allem auch pappsüß das Zeug. Also wenn du Energie brauchst, ich glaube, da gibt es nichts Besseres als Kondensmilch zu finden. Dose Kaffee. Also wenn wir kurz vorm Verenden sind, dann können wir den ganzen Kaffee zusammenschmeißen mit einem kleinen bisschen Wasser und an einem Koffeinschock sterben oder so. Ich weiß es auch nicht. Noch ein Schrank. Und noch ein Schrank. Ah, wieder mal geschmacklos, aber immerhin Salzcracker. Mit denen sollte nichts passieren. Ich bin sowieso der Meinung, diese Salzcracker sollte man auch bei 0% immer noch gefahrlos essen können, weil ich meine, da passiert nun wirklich nichts mit. Vor allem bei der Kälte hier, jede Möglichkeit von Feuchtigkeit ist ja sowieso, wenn überhaupt, dann gefroren. Das heißt, da kann so gesehen eigentlich auch nichts großartig gammeln, ne? Also die Dinger, die sollte man eigentlich immer essen können. Na, vielleicht noch so eine Zusatzoption, das Salz runterzukratzen oder so, wenn man gerade kurz vorm Verdursten ist. Wäre vielleicht auch gar nicht mal so schlecht. Vielleicht finden wir noch ein paar Klamotten hier. Kalalalalamotten. Für die Kalalalalelte. Sieht aber eher schlecht aus. Wer immer hier zuletzt gelebt hat, war beim Auszug gründlich und hat anscheinend ziemlich viel mitgenommen. Ziemlich viel, aber nicht alles. Ach Mensch, getragenes Wollhemd sieht auch schon so ein bisschen mitgenommen aus. Aber ist egal, ich nehme es mit. Gut. Gut. So, hier stand schon leer dran. Habe ich von außen direkt gesehen, dass die Schublade leer sein muss. Das war ja offensichtlich. Was denn auch sonst? Oh, hier kann man nochmal Wasser mitnehmen. Das ist... Gut, ob was in der Basis einlagern oder hier, das tut sich nichts. Also kann ich es eigentlich auch gerade mitnehmen, ne? Muss ich halt gerade einmal rüberschleppen, aber... was? Zurücklassen? Achso, sind wir gerade am Überlasten hier. Ja, und zwar um 2 Kilo. Handtuch lasse ich mal da. Haben wir hier vielleicht irgendwo ein Medizinschränkchen? Das wäre doch ganz nett. Wäre ganz nett, sieht aber schlecht aus. Schade. Na gut, dann glaube ich, wären wir in der Hütte hier auch soweit durch, ne? Ein paar Sachen zum Zerlegen gäbe es hier noch, aber das war's dann auch. Hier oben die Schränke hatte ich auch. Hier war ich auch soweit. Ja, ich glaube, das war's. Denke ich mal. Immer noch 3 Fragezeichen, Stunden Tageslicht übrig, alles klar. Ja, ich werde jetzt mal... Aha, ich wollte gerade sagen, ich habe da noch was gesehen hier. Also ein ordentliches Klamottenlager sollten wir uns auf jeden Fall auf Seite stellen. Das ist auf jeden Fall sinnvoll. So. Jetzt einmal rüber, wieder ein paar Sachen ablegen. Oder vielleicht einen Blick zum See werfen. Wie war es mit den Autos hier? Mit denen waren wir fertig, gell? Motorhaube? Eine Batterie, die können wir aber nicht mitnehmen. Hinten leer. Ja, ich glaube, die Autos, da waren wir schon fertig. Radio kriegen wir nichts. Das Handschuhfach ist bereits leer. Ja, die Blenden können wir runter machen, das ist sehr nett. Bringt uns aber leider im Moment auch nichts, weil wegen auch schon leer. Boah, das Wetter, das macht hier aber wirklich ernst gerade. Stock, können wir meinetwegen noch gerade mitnehmen. Ist ja schnell gemacht. Obwohl, wenn ich mir die Temperatur so ansehe, so schnell vielleicht doch nicht gemacht. Ist schon ein echt heftiges Wetter. Alter, was für Geräusche hier. Ja, was hat hier gerade geknarrt? Im ersten Augenblick habe ich gedacht, hier schreit jemand. Was zu dem Spiel eigentlich nicht passt, aber es klang halt irgendwie so. Das ist eine Bank. Das ist ein Tisch. Gut, ich würde jetzt eher sagen, ein Beistelltischchen oder ein Regal, aber ist okay. Tasche. Eine Tasche Kaffee, genau. Eine Tasse Kaffee.
Kann das eventuell sein, dass wir hier in diesem Haus auch noch nicht waren? Was ist denn los? Ich war ja... Oh, leer, 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 leer. Nee, dann war ich wohl doch nur ein bisschen nachlässig. Alles klar, alles klar. Gut, das dazu. Macht es vermutlich auch relativ wenig Sinn, sich hier nochmal ordentlich umzusehen, hm? Hm, ja. Hier ist nochmal Wasser drin, dann nehme ich das jetzt auch mal mit, dann machen wir aus unserer Basis auch gleichzeitig ein zentrales Wasserlager. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so unsinnig. So, wieder raus hier. Und hier nebendran war noch eine Bude, dann gucken wir mal, ob da auch noch Wasser ist und dann sammeln wir das mal alles. Dass wir so ein bisschen System in unsere Ressourcen bringen. Ob da oben irgendwas ist? Also hier war ein Boot, genau. Hier gibt es eine Ruine. Da hinten ist ein Kadaver und hier sind ja immer die Wölfe rumschlawenzelt. Genau, da war ja was. Sieht im Moment aber erstmal alles safe aus. Gehen wir gerade hier rein. Hier waren wir mit Sicherheit auch schon drin. Aber wie gesagt, ich will mir gerade erstmal so ein bisschen ein Bild machen. Der Kleiderschrank hier ist soweit leer. Okay. Hier sieht eigentlich alles relativ leer aus. Netter Flatscreen. Ja, auch schon ein bisschen mitgenommen, aber ansonsten okay. Die Kisten könnte man in der Zukunft mal zerlegen. Das auf jeden Fall ja. Hier sind auch alle leer. Ja, hier haben wir, glaube ich, auch schon ganz gut geplündert. Alles da. Nix wie wieder raus hier. Auch hier leer, ja. Ja. Immerhin ein Kaffee und ein bisschen Wasser. Wasser, Wasser. Nach dem Wasser habe ich in der Bude jetzt gerade gar nicht gesehen. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Nochmal gerade Retour ganz kurz. Nur der Vollständigkeit halber. Ah, wo ist denn hier? Hier ist denn hier. Oh, Medizinregal. Da war ich auch irgendwann mal hingewiesen worden, dass ich da eines Mal nicht überprüft hatte. War vielleicht dieses hier. Jetzt habe ich es überprüft. War leider leer. So, hier haben wir auch nochmal zusätzliches Wasser. Alles mitschleppen. Was wir haben, haben wir. Ich sehe schon kommen. Irgendwann hängen wir auf dem letzten Tropfen. Ich laufe von Bude zu Bude in der Hoffnung, irgendwo noch ein bisschen gutes Toilettenwasser zu finden. Und dann finde ich einfach nichts mehr. Wobei ich ja inzwischen andererseits auch weiß, wie wir Schnee schmelzen können. Das geht ja glücklicherweise in dem Spiel hier. Und ich weiß jetzt auch wie. Es ist kalt, wir brauchen langsam ein bisschen Wasser. Aber Wasser haben wir ja. Erstmal. Ich will nur mal gerade schauen, was ist mit diesem Kadaver hier. Auf sich hatte. Ach genau, da war gefroren. Hier haben wir noch Haut und Fleisch. Aber bis wir das hier rausgeholt haben, sind wir wahrscheinlich erfroren. Oh, eine Feder. Keine Ahnung, wofür ich die brauche. Aber ich könnte mir zum Beispiel, wenn ich an Pfeile und Bogen denke, vorstellen, dass man daraus Pfeile basteln kann, eventuell. Denn ich meine, zum Schreiben brauchen wir die Federn definitiv nicht. Wir haben ja auch so unser Tagebuch, wo wir immer wieder so ein bisschen was aufschreiben können. Can't feel my hands. Naja, es ist kalt. Ich hab's verstanden. Wir gehen auch gleich wieder rein. Wir gehen ja gleich wieder rein. Ich will mal gerade ganz kurz gucken, ob hier vielleicht irgendwie ein Secret ist, irgendwas. Vielleicht jemand, der sich hier vor Wölfen retten wollte und es dann doch nicht geschafft hat, dass wir vielleicht noch ein bisschen mehr Ausrüstung finden oder so. Aber sieht hier an diesem Ort doch eher schlecht aus. Alter, was ein Wetter. Immer noch Fragezeichenstunden. Wir sind kurz vorm Erfrieren. Bin ich überhaupt richtig? Da bin ich richtig. Wo laufe ich denn hier lang? Oh, 12% live nur noch. Ja, wenn ich mich jetzt nicht verlaufen habe, ne? Da ist eine Hütte. Da ist noch eine Hütte. Wir sind nicht weit weg. 11%. Was ist das hier für eine Hütte? Waren wir hier schon? Selbst wenn, können wir hier auf jeden Fall einen kleinen Zwischenstopp machen. Das ist mit Sicherheit nicht verkehrt. Damit wir wieder so ein bisschen temperaturtechnisch beikommen.
Immer noch Fragezeichen Stunden Tagessicht. Ich überlege gerade, ob es vielleicht sinnvoll wäre, eine kleine Rast einzulegen von 1-2 Stunden und dann weiterzugehen. Oh, etwa 7 Stunden Tageslicht übrig. Etwa 6 Stunden Tageslicht übrig. Der Sturm flaut ab. Der Sturm flaut ab, Leute. Das ist verdammt gut. Wärme haben wir jetzt auch wieder ordentlich getankt. Sehr schön. Okay, nix hier raus. Dann sehen wir jetzt auch wieder ein bisschen was. Das ist gar nicht schlecht. Das ist gar nicht schlecht. Jawohl. Genau, da ist die Straße. Da vorne ist auch schon unsere Basis. Ach Mensch. Jetzt, wo es nicht mehr ganz so scheiße kalt ist, jetzt, wo der Sturm rum ist, könnten wir nochmal darüber nachdenken. An das Aas da vorne zu gehen. Ich sehe schon wieder einen Wolf in der Entfernung. Ich glaube, so dringend brauchen wir das Fleisch jetzt nicht, ne? Dass ich mich mit 4 Wölfen auf einmal anlegen würde. Halte ich nicht unbedingt für sinnvoll. Obwohl ich schon gern mal eines dieser Viecher, vielleicht laufen die anderen dann auch davon oder so, ich weiß es nicht. Da drüben auf dem Buckel in dem Haus waren wir auch schon, da hinten waren wir schon mal. Da eigentlich Zeit, mal in eine andere Richtung zu laufen, um uns mal weiter umzusehen. Dafür sollte ich zusehen, dass wir einiges an Ausrüstung, dass unsere Ausrüstung so gut ist wie nur möglich. Also gucken, ob wir irgendwas reparieren können. Dann eine Runde schlafen und dann nur mit dem Allernötigsten nochmal rausziehen und also ausziehen in die weite Welt hinaus. Und dann mal schauen, ob wir noch was finden. Irgendwie, irgendwo. Kommen wir mal ein paar Schritte schneller. So. Gut, dann sind wir jetzt erstmal wieder da. Boah, wie der Wind hier mal durchheult. Draußen war das Wetter noch okay. 4% getrocknet, 5% getrocknet. Also auch ohne, dass wir hier ein Feuer machen, trocknet das Zeug langsam vor sich hin. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal sehr gut. Hier, dritte Spind war für Nahrung, gell? Wir sagen, 5 Kilo Wasser sind auf jeden Fall ein bisschen mehr, als wir dauerhaft mit uns rumschleppen müssen. Lager ich mal 4,5 Liter um. So. Also die offene Dose hier, ja. Das ist der Kaffee. Die haben wir ja vorhin noch gefunden. Apropos Kaffee. Achso, nee, ich wollte das eigentlich schon vollständig. So, das hier können wir auch alles umlagern. Dann haben wir jetzt noch 2 Kaffeedosen dabei. Das ist, denke ich mal, okay. Ein bisschen Getränke haben wir dabei. Die Kondensmilch, genau, das können wir eigentlich so lassen erstmal. Dann haben wir hier diesen Spind. Der spinnt doch. Klamotten. Ich schaue erstmal gerade, ob davon vielleicht Sachen besser sind als die, die wir tragen. Wo war das Menü nochmal? War das hier? War das hier? War das? Ah, hier war das. Sehr schön. Nass. Gefroren. Nass. 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 Ja, kein Wunder, geht uns die Kälte so durch und durch. Da braucht einen ja gar nichts mehr wundern. Hier haben wir die Wahl. Da geht so ziemlich... Ja, da geht fast alles runter. Hier hätten wir dieselbe Wahl, ne? Ja. Und schuhtechnisch... Sind die Schuhe, die wir tragen, eigentlich um Klassen besser. Die wiegen halt scheiße viel, ne? 5 Kilo für ein paar Schuhe, das ist schon übel. Das ist schon echt heftig. Bringen die aber auch mehr Temperatur. Und bremsen uns mehr. Ja. Ob ich mich vielleicht von den Schuhen doch trennen soll aufgrund des Gewichts?
Oder werden die wieder leichter, wenn sie trocknen? Und wenn dann, wie trocknet man diese Schuhe hier im Spiel? Muss ich mich da irgendwie ans Feuer stellen dafür, möglicherweise? Ich probiere es mal so. Wünsch mir Glück. Feuer machen, Feuer machen. I am the king of hellfire. And I bring you fire. Da da da. Dum dum fire. Da da da. Fire. I bring you to burn. Irgendwie so ging das. Ich weiß es gar nicht mehr. Why didn't that work? Nein, nein, warum? Ich bin doch der King of Hellfire. Komm, jetzt mach hier ein helles Feuer. Bitte. Och Mensch. Wir wollen nur sehen, ob wir die Klamotten hier trocknen können. Das ist doch schon alles. Und bei der Gelegenheit können wir auch direkt mal schauen, ob die Sachen, die hier am Boden liegen, dann vielleicht auch schneller trocknen. Das wäre auch gar nicht mal verkehrt. Ich bin halt Anfänger, ne? Ja, das hat wohl nicht geklappt. Schade, schade. Vielleicht doch mal hier einen Brandbeschleuniger dazu kippen sollen, so ein bisschen Lampenöl. Ich brauche 300 Milliliter Lampenöl, um das Feuer hier zu starten. Nee, das ist mir zu viel. Dann nehme ich es mir lieber auf, um Licht zu machen. Noch haben wir ja ein paar Zeitungen. Das ist halt auch so ein Punkt, wo man ein bisschen abwägen muss, ne? Komme ich jetzt den Brandbeschleuniger da rein und hab dann mein Feuer? Oder probiere ich es immer und immer und immer wieder mit Zeitungen und hab dann vielleicht keine mehr, wenn es drauf ankommt? Komm schon, komm schon, komm schon. Also wenn das jetzt noch ausgeht, dann weiß ich aber auch nicht mehr. Komm, komm. That did it. Na also. Was? Was? Lief das Feuer nicht gerade? Ich meine, das war doch... Hä? Das war doch fertig, oder nicht? Wie ist das denn jetzt noch ausgegangen? Also das erschließt sich mir jetzt gerade nicht so wirklich, offen gestanden. Ja, was mache ich denn da mal? Ja, warte mal, warte mal, warte mal. Na gut, dann machen wir es einzeln. So, drei Zeitungen. Dann haben wir hier noch ein bisschen extra Brandbeschleuniger. Nehme ich den halt mal mit. Altholz. Wunderbündel, sicherlich auch nicht schlecht. Holzbrikett haben wir noch zwei von. Wir haben noch zweimal Zedernholz, ja. So. Brennstoff ist unser Altholz. Zedernholz. Fackel. Ne, die Fackel möchte ich jetzt eigentlich nicht verheizen. Ich würde sagen, ich nehme mal das Altholz. Und der Brandbeschleuniger, der ist der dann komplett weg? Wenn es von 1 ist, dann komplett weg. Ach du Scheiße. Na gut, komm, ich will jetzt hier ein Feuer sehen. Komm schon. Mensch. Kann doch nicht, Warsteiner. Ja, was machen wir? Schmeißen wir noch ein paar Blöcke rein. Warum eigentlich nicht? Haben wir eben gesammelt. So. Kommen den letzten auch noch. Zack. So. Jetzt würde ich bei der Gelegenheit vielleicht mal gerade noch schauen. 5%, 6%. Nehmen oder zurücklassen. Muss zur Verwendung für die Herstellung und Reparatur 5 Tage lang in geschlossenen Räumen Luft getrocknet werden. Da steht's doch sogar. Och, Kerge, du Depp. Da steht doch alles, was du wissen musst. Ah, das gibt's doch nicht. Okay, was wollte ich jetzt? Ich wollte erstens gucken, ob es unseren... Ja, ob es unseren Klamotten besser gehen wird. 75% nass. Die waren, glaube ich, eben noch bei 80. Ich habe mir die Werte eben nicht gemerkt, aber ich glaube, es müsste besser werden. Die Hose jetzt. Oh, es wird besser, es wird besser. Sehr schön. Wie nah muss ich mich hier ranstellen für den Effekt, oder? Oder wird jetzt die ganze Bude warm dadurch? Das wäre natürlich sehr angenehm. Ja, eigentlich wollte ich nur mal schauen. Hier ist unser geschmackloses Kaninchen, das aber gegart ist. Weil, was heißt denn geschmacklos, bitte? Nur weil es nicht gewürzt ist, oder was? Ein auf den Punkt gebratenes Stück Fleisch. Also Entschuldigung jetzt an die Vegetarier und die Veganer da draußen, aber so ein auf den Punkt gebratenes Stück Fleisch, das geht zur Not auch mal ohne Gewürz, klar. Der nächste Schritt ist dann ein bisschen Salz und Pfeffer und der dann nächste Schritt ist, dass man einfach mal guckt, was das Regal hergibt und sich was zurechte stößelt, eine schöne Mischung. Aber im Zweifel geht das auch mal, also wenn es wirklich was Gutes ist, dann geht das auch mal ohne Gewürz. Das ist doch dann nicht geschmacklos, also bitte.
Bei 71% wird der Geschmack wohl auch noch nicht verflogen sein. Okay. Müsli-Riegel. Sollen wir mal sowas hier aufwärmen? Wenn das ordentlich gekocht ist. Aber wir haben uns, glaube ich, schon mal daran den Magen verdorben, gell? Okay, nicht trinkbares Wasser haben wir im Moment sowieso nicht dabei. Das ist schon mal ganz okay. Oh, Schneeschmelzen. Wir können hier drin Schneeschmelzen. Ach, das ist ja praktisch. Das ist ja angenehm. Das ist ja mal richtig nice. Okay, cool. Was sagen unsere Klamotten? Nochmal kurz nachsehen. 21% gefroren schon nur noch. Und die Sachen, die trocknen langsam auch durch. Sehr schön. Und auch bei den Skischuhen, das Gewicht nimmt ab. Wir waren ja einfach vollgesogen mit Wasser und das Wasser hat sich hier aufs Gewicht niedergeschlagen. Ich wusste gar nicht, dass das geht in dem Spiel. Das ist ja krass. Gut, okay, dann gucken wir mal nach dem Zustand. Der Wo-Stand, das war der Wert hier, ne? Genau. 40% schon nur noch. I would do anything for a drink right now. Was zu trinken, sagst du? Na gut, was zu trinken haben wir ja eigentlich, ne? Wie schaut's aus? Appetit geht eigentlich noch. Komm, wir haben noch. Warum eigentlich nicht? So. Gut, und was wollte ich jetzt? Ich wollte Klamotten reparieren. Genau, da war ja was. Benötigte Materialien, Stoff. Stoff haben wir nicht. Stoff haben wir aber hier vermutlich. War das hier? Nee, das hier war das Holz. Dann war das hier der erste Spind. Jawohl. Nein. Hier sind Klamotten drin, aber kein Stoff. Dann vielleicht hier hinten. Da sind die Medikamente. Hier ist, nein. Stoff, da ist er. Und Nähset müssten wir eigentlich auch noch dabei haben, denke ich mal. Nein, das war falsch. Hier wollte ich hin. Gut, und jetzt sehen wir mal zu, dass wir, solange noch Tageslicht da ist, ein bisschen was repariert kriegen. Und zwar mit dem Nähzeug, genau. Den Angelhaken, den müssen wir dafür jetzt nicht unbedingt zweckentfremden. Das geht ja so klar. Gescheitert. Natürlich, was denn auch sonst? Warum auch nicht, ne? 3 Stunden Tageslicht haben wir noch. Warte mal. Hier haben wir doch auch ein direktes Herstellen-Menü. Achso, nee, das hat damit nichts. Okay. Dann Kleidung. Dann probieren wir es halt nochmal. Los geht's. 5% pro Nähversuch. Kann man das nicht irgendwie hochskillen oder so? Reparaturumfang 10% gerade mal. Das ist ja... Achso, weil wir schon... Ja, dann ist gut, dann ist gut. Dann will ich nichts gesagt haben. Okay. Haben wir hier irgendwas, was richtig am Ende ist? Die Mütze hat ziemlich was abbekommen. Okay. Das Feuer ist schon wieder aus. Das Feuer ist schon wieder aus. Na gut, dann ist es jetzt halt erstmal so. Okay, also im Moment sieht es so aus, als wäre die Mütze am schlimmsten mitgenommen. Dann gucken wir mal, ob wir die noch ein bisschen repariert kriegen. Jawohl, mit dem Nähzeug. Los geht's. Nö, natürlich nicht. Warum denn auch? Komm schon. Yes, na also, 75%. Damit kann man doch schon eher wieder arbeiten. Gut. Vor allem auch, je besser unser Equipment ist, desto weniger Gedanken brauchen wir uns um die Kälte machen letzten Endes. Das spielt ja auch noch mit rein. Warum sollte es auch funktionieren? Reparaturumfang 30%, das wäre doch gar nicht so schlecht. Komm schon, schaffst du. Los doch. Weniger als 1 Stunde Tageslicht übrig. Okay, dann können wir uns auch gleich hinhauen, alles klar. Gut, ich denke mal, von der Ausrüstung her sind wir damit jetzt an einem ziemlich guten Punkt angekommen. Die Handschuhe sind nochmal ein bisschen ungut, aber... Wahrscheinlich zu dunkel sein gleich, oder? Ah, hat noch funktioniert. Hat noch funktioniert. 73% Handschuhe heißen brauchbar. Brauchbar ist gut, brauchbar ist sehr gut. Gut, es ist hier ein bisschen duster geworden, das gebe ich gerne zu. Aber das soll uns nicht davon abhalten, noch eine Kleinigkeit zu futtern und zu, Dingsen, zu trinken. Und dann hauen wir uns eine Runde hin.
und sind am Morgen fit und bereit für neue Abenteuer. Was auch immer das dann werden mag. Was wollte ich jetzt? Ich wollte was trinken und was essen, genau. Trinken wir erstmal was. So, bleibt noch Wasser übrig? Nö, natürlich nicht. Dann schieben wir uns mal noch die... Komm, hier, das restliche Schweinefleisch haben wir uns noch rein gerade. Ist ja nun mal da, ne? Also, die nächste Dose müssten wir erstmal öffnen. Die schon ziemlich abgestanden ist. Ich gebe es ja zu, aber komm. So. Einmal gerade öffnen. Übrigens natürlich wieder ein bisschen Kälte, aber nach der Nacht werden wir da schon wieder ein bisschen besser beikommen. Oh, eins Risiko. Weniger als ein Viertel. Das ist schon vom Zustand her nicht so geil. Sieht aber gut aus. Und getränketechnisch, wir haben noch einen Kaffee und einen Tee. Das ist ganz nett. Aber ich denke, ich würde doch lieber auf das Wasser zurückgreifen. Oh, wir haben sogar noch unsicheres Wasser. Okay. Nehme ich mal 1,5 Liter mit. Too much stuff to carry. Ja, ich weiß, ich weiß. Später. So, wir trinken nochmal einen Schluck. Dass wir nicht im Schlaf verhungern oder verdursten. Das kann ja durchaus passieren hier im Spiel. Ich habe keine Orientierung. Hier ist die Feuertonne, genau. Und da müsste doch eigentlich hier irgendwo... Nicht irgendwo das Bett sein, da ist es. Aha, hab mich angetastet. Gut, etwa 10 Stunden Dunkelheit übrig. Schlafen wir erstmal 5 Stunden. Guck mal, wo die Werte hinlaufen. Und schlafen dann, naja, nochmal 5 Stunden halt. So. Sieht an sich alles noch gut aus. Dann können wir die anderen 5 Stunden gerade noch dranhängen. Dann trinken wir nochmal einen Schluck. Lagern noch ein paar Sachen ein. Und dann geht's weiter. Ich werfe übrigens immer mal wieder einen Blick auf die Zeit. Ich weiß, dass wir drüber sind, aber ich möchte im Moment mal gerade so ein bisschen experimentieren mit weniger, dafür aber mit längeren Folgen, weil wenige Folgen haue ich im Moment ja sowieso schon raus, ne? Etwa 1 Stunde Dunkelheit noch übrig. Kann man die nicht auch noch gerade überschlafen? So, hier, zack. Du bist nicht müde genug. Ach so. Feine Herr. Und einfach mal hinlegen kann man sich natürlich auch nicht, ne? Ja. Stark sind wir also durch die Dunkelheit. Da ist ein Regal, aber nicht das, was ich meine. Hier sind unsere... Genau, das sind die jenen welchen hier. Da ist die Frage, was brauchen wir tatsächlich? Was müssen wir tatsächlich dabei haben? Ich muss gestehen, ich weiß es nicht. Also, nee, hier war die Medizin drin. Davon sollten wir ein bisschen was mitnehmen, sicher ist sicher. Hier, die Verbrauchsgegenstände, genau. Müsste, glaube ich, in der Schublade darunter sein. Ja, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Dann schmeiße ich hier nämlich mal gerade hier die Stöcke rein. Außerdem auch die Federn und den guten Stoff. Da sind wir jetzt knapp unter 30 Kilo, aber noch zu knapp für meinen Geschmack. In der Schublade darüber hatten wir die Werkzeuge. Darunter eine Signalpatrone, die wir, glaube ich, gar nicht abfeuern können. Nur, kann man glaube ich immer mal brauchen, Angelzeug. Obwohl, ein komplett intaktes Angelzeug, damit werden wir wohl erstmal weit genug kommen, oder? Brauchen wir da die Schnüre? Die wiegen jetzt nicht viel, aber sie wiegen halt durchaus etwas. Ne? Bisschen Lampenöl, Messer. Müssen wir eine Fackel dabei haben? Müssen wir zum Beispiel das Beil dabei haben? Eigentlich nutze ich das ja die meiste Zeit überhaupt nicht, ne? Achso, ist zu schwer dafür. Dann fangen wir halt mal hier am Aktenschrank an. Dann schmeiße ich hier das Beil mal gerade rein. Und außerdem, das Messer würde ich ganz gerne mitnehmen. Die Flinte nehmen wir natürlich mit. 4 Kilo sind zwar eine Menge, aber die Flinte nehmen wir mit. Punkt. Laterne. Die Laterne ist ja eigentlich gut genug aufgeladen. Das heißt, ich bräuchte das Lampenöl, wenn überhaupt, dann nur als Brandbeschleuniger. Was so gesehen eigentlich auch gar nicht so verkehrt ist. Brauchen wir das Brecheisen jetzt nicht unbedingt, ne? Brauchen wir eine Fackel? Also brauchen wir diese Fackel, wenn wir eine Magnesiumfackel dabei haben. Das ist ja auch schon wieder doppelt gemoppelt. Gewehrmunition kommt auf jeden Fall mit.
Sicher ist sicher, also so leid es mir tut, aber die bleibt dabei. Könnte mir vielleicht noch vorstellen, zumindest wenn sich das vom Gewicht her nicht allzu viel tut. Hier das Nähzeug, das wiegt alles 100 Gramm. Und das Nähzeug, das wir dabei haben, das wiegt auch 100 Gramm. Dann würde ich das einfach mal wegnehmen und ein besseres stattdessen mit. Wetzstein, alles muss versteckt sein. I'd better find some water. Was, schon wieder? Ach, Digga, wir haben doch noch. Ja, gönn dir. So. Apropos bei der Gelegenheit. Appetit, ausgeruht, warm, an sich alles top soweit, ne? Also einzige Problem ist tatsächlich die Füllmenge des Rucksacks. Da habe ich jetzt immer noch Sachen nicht weggelegt. Warte mal. Können wir auch noch gerade machen. So. Und zack. Und zack. Jetzt können wir schon mal wieder 5 Kilo Zusatzlast mitnehmen. Das ist jetzt auch nicht die Welt, aber es ist immerhin etwas. Ein Feuer machen. Vielleicht gar nicht so verkehrt, so ein bisschen Holz mitzuhaben, ne? Getränketechnisch allerdings. Das ist auf jeden Fall ziemlich doppelt gemoppelt. Das hier sind ein paar gute, schnelle Kalorien. Die nicht viel wiegen. Das kann man meinetwegen mitnehmen. Und die Sachen hier, die kann man unterwegs aufbrauchen. Ja, gut. 5 Kilo Platz haben wir. Packen wir's. Ich weiß noch nicht, wohin. Aber nur hier sitzen können wir ja auch schlecht, bis die Vorräte weg sind. Dann auf gut Glück davonlaufen. Das wäre auch doof. Weniger als eine Stunde Dunkelheit übrig. Das zählt noch nicht mal als Tageslicht hier gerade. Sehr interessant. Habe ich noch gar nicht nachgesehen. Kleidung. Okay, die Hose ist immer noch nass. Das ist ungünstig. Das gebe ich gerne offen zu. Aber ich möchte gerne so viel wie möglich vom Tageslicht nutzen. Wenn ich jetzt eine Orientierung hätte, gibt es ja eigentlich sowas wie eine Karte, by the way? Notfallspritze. Oh, jetzt habe ich gar keine Medizin dabei. Das Tagebuch, das gibt's immerhin. Tag 5 habe ich hier was aufgeschrieben. Lebensmittelvergiftung. Ach Gott. Ich habe diese Orte besucht. Da können wir mal gerade durchgehen hier. An der Küste. Alles Küstenstraße. War noch nirgendwo sonst? Okay, merkwürdig. Na gut, meinetwegen, dann ist es wohl so. Dann wird es wohl so sein, vermutlich. Fuck. Don't worry about a thing. Because every little thing is gonna be alright. Don't worry about a Ding! Nein! Ich hätte doch geschossen! Verteidigen! Nicht verrecken! Gott! Ich hab doch geschossen! Was war los? Komm, wir haben doch die Knifte. Komm schon. Mit einem verstauchten Handgelenk kannst du keine Waffe tragen? Was? Nein! Nein, was soll das denn? Nein! Nein! Schnell weg hier! Was ist das denn? Gotta stop that blood loss. Warum? Wieso? Weshalb? Was soll das? Warte mal, hier. Okay, wir brauchen. Wenn du sie nicht behandelst, wirst du schwächer und stirbst. Na, großartig. Everything's gonna be alright, huh? Hat ja super funktioniert. Gotta stop that bleeding. Okay, krass. Also wir brauchen auf jeden Fall
Tabletten und so ein paar andere Sachen. Gucken wir mal, was wir alles da haben. Falsch. Boah, diese Mistviecher. Okay, also das Zeug hier haben wir auf jeden Fall. Antiseptikum haben wir auch. Haben wir ja auch gebraucht. So, nochmal gerade ganz kurz schauen. Mann, ist das so gut aus. Dafür brauchen wir Umpf oder Umpf. Was ist denn das hier, Walz? Und Verbände, für die brauchen wir Stoff. Oder bessere Verbände, okay. Also es gibt Verbände und bessere Verbände. Das ist... Nein, ich wollte eigentlich im Menü zurück. Das war Stoß gerade. Muss ich später mal gucken, was ich hier gerade versehentlich rausgeholt habe. Aber irgendwie einen Verband hatten wir doch, genau. Hatten wir. Okay, Zustand sinkt. Und behandeln. So, das zum Thema Blutverlust. Da sind wir schon mal durch. Infektionsrisiko. Da sind wir auch schon durch. Und jetzt können wir noch hier diese Wunde behandeln. So. Und jetzt 2 Stunden Rast. Boah, dieses Mistviech. Warum kann ich nicht schießen können? Was war denn da los? Hätte vielleicht doch zwischendurch mal zur Sicherheit eine Schussübung einfach machen sollen, um zu gucken, wie es geht. Machen wir gleich auch. Ich will jetzt wissen, wie das funktioniert. Du bist komplett erholt aufgewacht. Okay, war das jetzt genug Zeit? Keine Leiden. Na gut. Ja. Na dann. Kann ich überhaupt die Tür öffnen oder feuere ich dann? Bitte sag mir, dass hier jetzt kein Wolf ist. Oh. Dann wohl unsere Blutspur von eben sein. So ein schöner Tag eigentlich, aber... Jetzt wüsste ich auch gerne mal, wo der Wolf eigentlich ist. Ich meine, der muss ja irgendwo hin sein. Wir haben den verletzt, der ist davongelaufen, aber muss ja irgendwo sein. Okay, ich schieße jetzt mal auf diesen Briefkasten. Ich verschwende jetzt einen Schuss, um zu gucken, wie das funktioniert, beziehungsweise warum es vielleicht eben nicht funktioniert hat. Hier. Warum kann ich nicht schießen, obwohl ich Munition habe? Weil ich erst hätte nachladen müssen. Das hätte man mir auch mal sagen können. So. Wenn ich jetzt auf diesen Briefkasten schießen möchte, dann funktioniert das nämlich auch. Habe ich jetzt einen Schuss vergeudet? Ich gebe es... Jetzt ist es gerade wirklich schon wieder dunkel. 11 Stunden Tageslicht übrig. Jetzt zieht gerade schon wieder ein Sturm auf. Gott, wenn du das Gefühl hast, die ganze Natur um dich herum will dich einfach nur ficken. Es kann doch nicht wahr sein. Entschuldigt, dass ich das jetzt so ausdrücke, aber es ist doch so. Jetzt mal ernsthaft. Kann ich eigentlich den Zweig aufheben oder schieße ich dann? Nee, den kann ich aufheben. Okay, gut. Beziehungsweise hier die Stücke. Sehr schön, sehr schön. Wo ist dieser Wolf hin? Ich würde mir den jetzt eigentlich gerne krallen, jetzt wo die Knarre bereit ist. Andererseits ein verletzter Wolf und ein Gewehrschuss. Vielleicht sind die anderen ja auch abgehauen, sind sie nicht. Da hinten gucke ich schon auf einen, da gucke ich auf die anderen. Es sind 3. Es sind 4. Der da hinten liegt, ist das der, den wir angegriffen haben? Ist das der? Ich meine, selbst wenn, es bringt jetzt nicht viel. Es sind immer noch 3 weitere Wölfe, die wir jetzt alle hier erst um und dann zerlegen müssten. Das Risiko ist einfach zu groß. Wenn das jetzt nicht funktionieren sollte, stellt euch vor, wir werden mit dem Zustand hier, 25%, nacheinander von 2 Wölfen angegriffen. Nur 2. Ich denke, dann könnte es das schon gut gewesen sein. Nee. Es ist mir zu riskant gerade.
Wir gehen. Hat ja super funktioniert, ne? Nehmen wir lieber zur Sicherheit die Knarre mit. Falls ein Wolf kommt, dann kommt ein Wolf und die Knarre funktioniert nicht. Weil sie nicht nachgeladen ist. Weil ich nicht wusste, dass man die Waffe erstmal manuell laden muss in diesem Spiel hier. Da ist noch ein Wolf. Und der läuft. Wenn der läuft, was ist dann mit dem Liegenden los? In der Hütte waren wir. Sind wir da schon mal gewesen? Ich glaube auch, ne? Ich glaube, da waren wir auch schon mal. Aber ich glaube andererseits, dass ich da gerne hin möchte jetzt. Boah, machen die einen Lärm. Aber die sind weit genug weg, denke ich. Und der da müsste auch weit genug weg sein. Das heißt, ich laufe jetzt hier mal gerade ein paar Schritte vorwärts. Es ist ein Risiko, ich weiß. Ich denke, es ist eines, mit dem wir umgehen können sollten. Die Viecher sind weit genug weg. Ja, okay, alles klar. Appetit steigt schon wieder, aber wir haben ein bisschen was dabei. Bewölkung gefällt mir ganz und gar nicht. Wenn wir gerade noch schauen, ob wir hier vielleicht was noch nicht mitgenommen haben, möglicherweise. Ich weiß ja nicht, in welchen Hütten ich schon war und in welchen nicht. Leer, leer, leer. Ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass wir hier noch nicht waren. Ja. Ah, hier hinten war doch auch der Bär. Ich erinnere mich, hier war ja auch ein Bär. Nenne ihn Bärbel. Oder Bertram. Hubschrauber. Kennt das noch jemand? Wo Brösel in der Zelle sitzt und sich überlegt, mit welchen Cartoons er den König zum Lachen bringen kann? Ein Kaninchen. Ob wir in der Hütte da vorne schon waren? Schade, ich hatte gehofft, dass hier auf der Insel irgendwie aus der Entfernung wirkt das so, als könnte hier an der Seite irgendwo noch eine Hütte sein. War aber nur dieser Felsen. Nichtsdestotrotz können wir da natürlich mal nachsehen. Was ist ganz da hinten? Kommt man da hin? Das wäre vielleicht auch mal interessant, mal zu gucken, wie es da hinten weitergeht, ne? Zustand? Also von der Temperatur her geht es sogar noch erstaunlich gut. Wir haben noch 10 Stunden Tageslicht übrig, auch wenn es relativ duster wirkt. Aber duster hin oder her ist auch verdammt beeindruckend, ne? Dieser Himmel hier. Wir haben gerade hier einmal Fieb. Und, in die Richtung sieht das weniger beeindruckend aus. Machen wir nochmal so. Dann nochmal ohne die Waffe. So, mal gucken. Ich darf dann hinterher irgendwas als Thumbnail nutze. Oh, hier liegt noch ein Schlafsack rum. Na, wie kann das denn sein? Aufheben. Hatte ich ihn nicht hier zurückgelassen, weil ich dachte, man kann den nicht mehr aufheben? Oh, Kerge, du Hohlenuss. Kann doch nicht wahr sein. Na gut, dann nehme ich ihn jetzt halt mit. So findet sich halt doch wieder alles zusammen, ne? Nicht zu nah hier an den Rand. Ich meine mich zu erinnern, dass man hier einbrechen konnte. Wolf. Ich werde ihn Wolfgang nennen. War schon bei Bärbel waren. Bärbel und Wolfgang, genau. Na ja, auf der Insel ist erstaunlich viel, ne? Erstaunlich viel nichts. Und eine ziemlich coole Aussicht. Aber die Aussicht allein wird uns nicht beim Überleben helfen. Das ist das Problem. Irgendwelche Felsen in der Entfernung. Aber da werden wir vermutlich nicht hinkommen. Ich denke nicht, dass man hier im Spiel besonders gut schwimmen kann. Oder Boote herstellen oder sowas. Ich denke, so weit sind wir hier noch nicht. Aber da hinten könnte ich mir vorstellen, kommt man hin. Und dort, dieser Berg da, da wüsste ich auch gerne mal, was es damit auf sich hat.
Oh, Musik. Die Musik, sie spielt uns ein Lied. Die Haseninsel. Neuer Ort entdeckt, die Haseninsel. Wenn da schon neuer Ort entdeckt steht, dann waren wir hier vermutlich noch nicht, ne? Sehr cool, sehr cool. Oh, Hagebutten. Ja, nehme ich das sehr gerne mit. Ganz klare Sache. War gerade schon ein Hase? Ja. Die haben mich vorbeirennen. Als wollten sie mir gerade in die Pfanne hüpfen. Okay, von hier aus hat man tatsächlich einen ganz netten Überblick über die Umgebung. Was da unten ist, glaube ich, ein Boot oder sowas. Und das da. Was bist du? Wie weit ist das weg? Könnte das ein Wolf sein, diese Pixel, die da gerade durchs Bild laufen? Ich glaube, das ist ein Wolf, ne? Vielleicht ein Fuchs? Ich kann die Größe sehr schlecht abschätzen gerade. Aber auf jeden Fall ein Vieh, das kein Hase ist. Na gut, schauen wir uns hier mal um. Einmal bricht die Musik ab, alles klar. Weicher Vorgang, sehr nett. Und das erste, was wir plündern, ist natürlich der Kühlschrank, wie das für gute Gäste sich gehört, ne? Ist schon klar. So, der Gefrierschrank. War gerade was Verschimmeltes drin, aber hey. Haben oder nicht haben, ne? Na, wer weiß, vielleicht entdecken wir hier irgendeinen schönen Edelschimmel, den bisher noch keiner kannte. Das ist sowieso so eine Sache bei Käse und bei bestimmten Wurstwaren. Da muss ja auch irgendwann mal jemand auf den Trichter gekommen sein, die Dinger mit Schimmel zu essen und hat dann festgestellt, erstens, es schmeckt ganz geil und zweitens, er hat sich nicht den Magen verdorben. Und der Grund dafür könnte vielleicht ja gewesen sein, dass irgendjemand mal nichts anderes da hatte und sich gedacht hat, bevor ich verrecke, esse ich halt das verschimmelte Zeug. Also ich interpretiere jetzt nur, es ist jetzt nur so ein Gedanke, den ich habe. Das ist, wenn es jemand besser weiß, dann meinetwegen auch in die Kommentare, ich lasse mich da gerne belehren, aber es ist halt so ein Gedanke, den ich habe, weil, ich meine, irgendwie muss man ja auf den Trichter kommen, was Verschimmeltes zu essen. Das macht man ja nicht einfach nur so, ne? Oder es war eine Challenge. Vor 300, 400 Jahren mal. Wenn du die Wette verlierst, dann musst du diese verschimmelte Wurst essen. Oder den Käse hier, auf dem schon Haare wachsen. Hat irgendjemand festgestellt, oh, das kann man ja eigentlich sogar machen. Trockenfleisch nehme ich gerne mit. Tisch, Tisch. Oh, Klamotte. This stuff will come in handy. Einfacher Peter Parker. Nehme ich natürlich auch gerne. Möge sein Spinnensinn uns aus dieser Eiswüste erretten. Eichhölzer. Na, warum nicht? Radio geht natürlich nicht. Klar, was eine Bruchbude hier. Hier geht ja gar nichts. Auch Lampenöl nehme ich natürlich gerne mit. Klar, selbstverständlich. Verband. Eine Wasserflasche. Ach Mensch. Ja, soweit so schön. That'll come in handy. Abgenutzte, aber immerhin Daunenweste. Daunen sind nicht schlecht. Leer, schade. Aber Werkzeug und Metallschrott, okay. Hat hier vielleicht irgendwann schon mal irgendjemand gebastelt. Noch 2 Kilo Wasser mitnehmen, wir sind gleich sowas von überladen. Wir müssen gleich erstmal wieder zurück, ist schon klar. Aber gut, dann haben wir wenigstens letzten Endes die Haseninsel gesehen. Noch 8 Stunden Tageslicht übrig, wir haben noch ein bisschen Zeit. Würde ich hier jetzt auch einfach schon mal so ein bisschen was hier auseinandernehmen bei der Gelegenheit. Ja, dann haben wir die Haseninsel gesehen, unser Repertoire noch ein bisschen weiter verbessert. Wissen jetzt, wie man schießt, beziehungsweise ich weiß jetzt, wie man schießt, ihr wusstet wahrscheinlich sowieso schon.
Alles in allem doch eigentlich eine recht ereignisreiche Folge, so gesehen. Und eine recht lange Folge. Also der Timer sagt mir gerade eine Stunde. Wenn die Aufnahme jetzt nicht richtig funktioniert, wenn jetzt die Lautstärken hier nicht funktionieren oder was, ich weiß nicht, was ich da mache. Ich werde wahrscheinlich weinen. Ich weiß es nicht. Vielleicht da oben können wir auch nicht mitnehmen. Schade, schade. Ist das denn Regal, dass ich hier alles mitnehme? Das ist bestimmt total irregal. Entschuldigung. Entschuldigung, ich bin wahrscheinlich der Einzige, der es gerade lustig findet. Okay, die Lampe können wir gerne mitnehmen. Aber ansonsten, glaube ich, war es das dann hier drin auch schon wieder, gell? Im Regal waren wir, hier haben wir uns alles angesehen. Toilette, Toilettenwasser haben wir mitgenommen. Ist hier noch irgendwas drin? Sieht auch eher nicht danach aus. Ja, gut. Dann war es das hier, ne? Nette Bilder. Nette Bilder. Also ernsthaft jetzt. Also mir gefällt ehrlich gesagt das hier am besten. Warte mal, können wir da eventuell... wie mache ich das, dass der Punkt verschwindet? Ich weiß es gerade gar nicht. Im Zweifel retuschiere ich ihn weg. Das soll jetzt nicht als Thumbnail gedacht sein, aber ich finde das Bild gerade einfach irgendwie nice. So, Haus verlassen. Gucken wir mal, ob wir jetzt vielleicht im großen Bogen hier wieder wegkommen. Große Runde außenrum. Oh. Jetzt fängt das Wetter an, uns einen Strich durch die Rechnung zu machen. Gut, gerade nochmal ein paar Hagebutten mitgenommen. Warum eigentlich nicht? Habe ich denn die übersehen eigentlich? Naja. Ne, mit großer Runde meinte ich jetzt, jetzt müssen wir gerade überlegen, von da sind wir, glaube ich, gekommen sogar, gell? Oder liege ich da jetzt gerade komplett falsch? Tannenast könnte man zerlegen. Bringt da das gute langbrennende Holz, gell? In der Richtung dort ist gar nichts. Das würde bedeuten, dass ich doch eben richtig war. Den Strauß hier... Hä? Aber den ich eben schon leer geplündert? Na gut, ich will mich nicht beschweren. Ja, meine Überlegung wäre jetzt gewesen, da hinten... hier von Insel zu laufen. Zu gucken, ob das da unten ein Wolf ist. Falls ja, außen rum zu laufen. Mal zu gucken, ob wir hier auf diesem Wegstück vielleicht noch irgendwie was Interessantes finden. Das könnte ja durchaus sein. Ein Stock. Nehme ich natürlich auch gerne mit, ne? So ist er nicht. Ich da hinten. Was bist du, verdammt nochmal? Was bist du? Wenn wir gerade sagen, wir hier noch in sicherer Entfernung sind, einen Schluck trinken und was essen. Wir haben inzwischen sogar einiges dabei, wie es aussieht. Sehr schön, sehr schön. Ah, das ist das schimmlige Kaninchen. Alles klar. Und roh ist es auch noch. Sollte vor dem Verzehr gegart werden. Ja, dann müssen wir mal gucken, ob das nach dem Garen vielleicht wieder genießbar ist. Gebe ich mir das jetzt nicht einfach so auf gut Glück in die Backen, sondern habe ich stattdessen hier die Sardinen rein. Die ändern sogar ein bisschen was am Durst, das ist ganz nett. Und einen Schluck trinken können wir dann auch noch. Wir haben jetzt ein bisschen Wasser auch wieder mitgenommen. Da geht das auf jeden Fall schon klar. So. Okay, weiter geht's. Wenn ich H drücke. Achso, dann passiert gar nichts. Ich muss die Waffe also hier auf diesem Wege auspacken. Nur zur Sicherheit. Nur zur Sicherheit. Ich drücke nochmal auf R, aber geladen ist, alles klar. Was war das für ein Vieh und wird es uns was tun? Oh. Nein! 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 Du bist nach einem Angriff durch Wölfe und... Nein, wie habe ich den jetzt nicht treffen können? Das kann doch nicht wahr sein. Tja, Leute. Das Finale auf der Haseninsel. Das Tagebuch könnte ich speichern. Da sind jetzt aber so große Errungenschaften, glaube ich, auch gar nicht mal drin. Ja, das war doof. Das war jetzt... Gut, ich meine, klar, das wäre natürlich ganz einfach vermeidbar gewesen, wenn ich jetzt gesagt hätte, wir laufen woanders hin. Klar. Es wäre auch vermeidbar gewesen, wenn ich ordentlich getroffen hätte. Aber ich hätte doch eigentlich, also ich meine, der Schuss, der hätte doch sitzen können, oder nicht? Verdammt.
Erkundete Welt ganze 14%. Gut, es war jetzt mein erster Lauf in diesem Spiel überhaupt. Insofern bin ich für meinen Teil da eigentlich ganz zufrieden mit, aber es ist halt trotzdem irgendwie, es wurmt mich, wie unnötig dieses Finale jetzt war, ehrlich gesagt. Es wurmt mich einfach. Schon draußen ausgeruht eine. Gehen wir mal gerade so ein bisschen durch die Statistiken durch, wenn wir schon mal dabei sind. Wenn die Folge, die hat jetzt eh schon Überlänge und das ist jetzt erstmal das Finale, also... Ja. Ich will nicht ausschließen, dass ich das Spiel in der Zukunft nochmal spiele. Ich kann aber nicht sagen, wann. Vielleicht mache ich da auch ein Stream-Projekt draus oder so, oder ich... Ich habe noch keine Ahnung. Also entdeckte Orte immerhin 24. Wir haben überlebt 8 Tage, 3 Stunden, 35 Minuten. Für meinen ersten Lauf finde ich persönlich das gar nicht so schlecht. 107 Stunden waren wir wach und 95 Stunden haben wir uns ausgeruht. Okay. 159 Stunden waren wir insgesamt drin. Also insgesamt eigentlich ausgeruht und wach. Sind zusammen 202 Stunden. Davon 159 Stunden drin. Warte mal. 102. Das sind 43 Stunden, die wir gerade mal... Ach, hier steht's ja auch. 43 Stunden, die wir gerade mal draußen waren. Okay, das ist jetzt gar nicht mal so viel. Verbrauchte Kalorien dagegen ist schon eine ganze Menge. Pro Tag im Durchschnitt knappe 3K. Okay, ich denke, damit kann man arbeiten. Zurückgelegte Strecke. Wir sind knapp 30 Kilometer unterwegs gewesen. Gar nicht so schlecht. Obwohl das Hin- und Herlaufen in den Häusern wahrscheinlich auch mit drin ist. 6 Feuer haben wir gemacht. Wir hatten 5 Begegnungen mit Wölfe. Die letzte davon war fatal. Und wir hatten 2 Dosenöffner. Ja, wir hatten sowieso so viele Werkzeuge. Es war doch insgesamt so gut. Ich schmeiße es einfach weg. Verbrauchte Kalorien. Ach, aktuelle Sandbox gesamt. Das heißt, ich kriege hier sogar nochmal eine Auflistung. Wenn wir das Spiel jetzt nochmal spielen, dann wird das hier drauf addiert. Okay. Interessant. Stunden ausgeruht. Davon Stunden draußen ausgeruht. Eine. Tage am Rätselsee und im idyllischen Tal. Wir haben wirklich nur die Küstenstraße gesehen. Es hat auch noch einen Wolfsberg gegeben. Und ein trostloses Marschland. Da müssen wir mal gucken, ob wir in der nächsten Runde vielleicht irgendwo anders starten dann. Erfolgreiche Reparaturen immerhin 9. Bogenschüsse 0. Wir hatten ja noch keinen Bogen. Das wäre jetzt der nächste Schritt gewesen mit den Därmen. Aber immerhin auch da weiß ich jetzt, wie man damit umgeht und wie man sich so einen Bogen bauen kann. Das heißt, auch da können wir eventuell schon... Bevor wir die Flinte haben, immerhin schon mal bewaffnet sein. Auch das wäre in der nächsten Runde ein durchaus großer Vorteil. Gewehrschüsse 2. Mit Gewehr getroffene Tiere 0. Leuchtpistolenschüsse 0. Mit Leuchtpistole getroffene Tiere 0. Auch das könnte man also machen. Interessant. 5 Begegnungen mit Wölfen. 3 Kämpfe mit Wölfen. 2 gewonnene Kämpfe mit Wölfen. 2 getötete Wölfe. Okay. Also das finde ich, was wir da erwischt haben. War das wirklich das? Also jetzt beim letzten Kampf in dieser Folge hier. Das eine Viech, was da tot auf dem See lag. War das wirklich der Wolf, den wir angegriffen, den wir verletzt haben nach seinem Angriff? Ist der wirklich danach dann verreckt? Das heißt also, man müsste nach so einem Kampf nach den Wölfen suchen, um sie dann auch entsprechend auszunehmen? Das wäre interessant. 1 Kilo Fleisch haben wir zu uns genommen, 3 Kilo Fisch, wir haben 1,1 Kilo immerhin gefangen. Gesammeltes Fleisch 0,5, gesammelte Gedärme 4 und heute 1, genau, das hätte ja, das war ja gerade alles dabei zu trocknen. Geplünderte Gegenstände 316, das ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Hergestellte Gegenstände ganze 2, wiederverwertet, gesammelte Pflanzen, geöffnete Dosen. Gefundene Dosenöffner hatten wir 2, 6 Feuer. Das längste Feuer lief 3 Stunden immerhin, wir hatten eine Handgelenksverstauchung. Eine Knöchelverstauchung, 4 Lebensmittelvergiftungen. Aber immerhin keine Durchfallkrankheit. Na gut, das ist ja, damit kann man ja arbeiten, ne? Infektionen hatten wir 0, da hätten wir ja ein Risiko gehabt nach der Wolfsattacke, was haben wir ja schön ausbügeln können. Eine Unterkühlung, 2x Blutverlust, kein Lagerkoller. Kein Darmparasit, keine Erfrierung, keine Stürze, 3 überlebte Schneestürme. Okay, immerhin. Was wäre denn ein Lagerkoller? Ist es, wenn man die ganze Zeit nur im selben Haus bleibt und nicht rausgeht oder was? Wird man dann irgendwie verrückt oder so? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Statistiken zurücksetzen könnten wir auch. Das muss man jetzt meiner Meinung nach nicht unbedingt machen. Ah, hier kommen sogar noch ein paar andere. Hier können wir aufs Tagebuch nochmal zurückgreifen. Ja, genau. Warum steht hier eigentlich nicht dabei? Tot. Das würde doch eigentlich hier zugehören, oder? Auch Notizen. Können wir jetzt wahrscheinlich keine mehr anfertigen. Das wäre auch ein bisschen strange, sage ich mal. Fertigkeiten, Kadaver zerlegen, Stufe 1.
Wochen Stufe 1, Feuer machen Stufe 1, Eisfischen Stufe 1, Gewehrschusswaffen Stufe 1, das ist ja... Immerhin im Kadaver zerlegen waren wir schon mal nah an Stufe 2, immerhin. Sieht alles irgendwie gar nicht mal so erfolgreich aus. Aber hey, wir haben immerhin 9 Tage überlebt. Wie gesagt, für meine erste Runde finde ich es gar nicht so schlecht. Klicke einfach mal drauf, auf Tagebuch speichern, einfach so, einfach weil es geht. Ja, zurück ins Menü, das war's dann. Gut, dann würde ich sagen, in diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Seid mir bitte nicht zu böse, dass es jetzt auf eine so dumme Weise geendet hat. Das war jetzt auch nicht meine Absicht. Ich war ein bisschen leichtsinnig jetzt zuletzt, das gebe ich gerne zu, aber dass es so schnell jetzt so enden würde, damit hatte ich dann auch nicht gerechnet. Also das hat mich dann auch überrascht. Also gut, in diesem Sinne dann wirklich vielen Dank fürs Zuschauen und auf dass wir uns in einer späteren neuen Runde erneut begegnen mögen. Wann immer das sein mag, ich weiß es nicht. Aber ich denke, The Long Dark werden wir uns auf jeden Fall irgendwann nochmal ansehen. In diesem Sinne also, vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Euer Kerge.